Hallo Freunde, willkommen zu den Elite News. Diese Woche geht es um den Newsletter 153. Außerdem werfe ich anschließend einen Blick auf die Kommunikation bei Elite Dangerous. Dan Davies präsentiert im Entwicklerteil des Forums bzw. im Archiv, wie das ursprünglich angedacht war mit der Kommunikation. Und ganz zum Schluss werde ich die Kommunikation zwischen Frontier und den Spielern mal vergleichen mit etwas sehr außergewöhnlichem, was Star Citizen in letzter Zeit produziert hat. Da ist nämlich was passiert, an dem sich alle anderen Firmen erstmal messen lassen müssen. Aber das, wie gesagt, zum Schluss. Schauen wir jetzt erstmal, was Newsletter 153 zu bieten hat. Und einige werden es bemerkt haben, die Weihnachtszeit hat angefangen. Weihnachten steht vor der Tür und dementsprechend geht's jetzt natürlich los mit der ganz dicken Werbetrommel. Jeder will vor Weihnachten noch die tollsten Dinge präsentieren. Dementsprechend ist aus dem Newsletter mal wieder ein Werbeblatt geworden. Vorneweg direkt mal die Firma HCS Voice Packs. Die machen eine Art Programm zur Sprachsteuerung von Elite Dangerous. Man kann sich dann mit seinem Bordcomputer unterhalten, kann ihm einfach sagen, hier fahr mal Landeklappen aus oder sonst irgendwas. Und der Computer macht sowas dann auch. Die kommen im Schnitt mit etwa 2500 Antworten. Man kann da alle möglichen Fragen stellen, auch zum Universum, zur Entstehungsgeschichte und was weiß ich. Wirklich wahnsinnig viel Zeug drin. Ein neues Voice Pack, Eli, das ist von dem Charakter Q aus Star Trek. Und ja, da gibt's ein neues Voice Pack. Außerdem, Maya wurde ins Deutsche übersetzt. Maya ist ein weiteres Voice Pack. Und da gibt's diesen YouTuber, Twitch-Streamer, beziehungsweise eine YouTuberin, Streamerin, und sie hat ihre Stimme zur Verfügung gestellt für eine deutsche Version des Voice Packs. Ich habe da auch schon mal reingehört, klingt wirklich angenehm, könnte man sich wirklich mal anschauen, wenn man Interesse an diesen Voice Packs hat, aber mit dem ganzen Englisch nichts anzufangen weiß. Und natürlich wird dann auch noch mal auf die verschiedenen anderen Voice Packs, die man zur Verfügung hat, hingewiesen. Da gibt's inzwischen eine ganze Menge. Ansonsten bietet Frontier mal wieder eine Kickstarter-Kampagne. Das geht tatsächlich um Elite Dangerous und jeder, der sich jetzt ein bisschen verwundert am Kopf kratzt und denkt, Moment, das hatten wir vor ungefähr 4 Jahren schon, was soll denn das jetzt? Es geht nicht um den PC. Tatsächlich kann man Spiele auch spielen, ohne dass es Strom verbraucht. Tabletop-Spiele, also Spiele auf einer Tischoberfläche. Mensch, ärgere dich nicht, und Monopoly wären da mal klassische Beispiele. Aber es soll eben jetzt auch Elite Dangerous als Brettspiel rausgebracht werden. Das ist von der Firma Spidermind Games angedacht. Und die arbeiten selbstverständlich mit Frontier zusammen. Und wer da Interesse an diesem Spiel hat oder die Kickstarter-Kampagne unterstützen möchte, hat hier natürlich die Gelegenheit. Bei den Livestreamern war auch ein bisschen was los die Woche. Ed hat gegen einen der Künstler, die sich so Gedanken drüber machen, wie die Raumstationen aussehen sollten im Innenraum oder wie ein Raumschiff im Allgemeinen designt sein soll. Mit einem von denen hat er sich ein bisschen angelegt im Livestream, allerdings auf die freundliche Art. Beide hatten eine ASP zur Verfügung und sollten mal gucken, wer die meisten Credits pro Stunde macht, durch Entdecken. Also beide hatten eine Stunde Zeit loszuwetzen und mussten dann rechtzeitig zurückkommen, um die Erkundungsdaten abzugeben. Und ich muss sagen, innerhalb einer Stunde kann man da schon den einen oder anderen Credit machen. Wer da Interesse hat, einfach mal hier draufklicken und man findet den Livestream. Der ist auch auf dem offiziellen Kanal von Frontier und den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Mehr Werbung gibt's natürlich aus dem Frontier Shop selbst. Da gibt's neue Lackierungen, diesmal für den Keelback. Was ein wenig gemein ist, da ich mir den Keelback vor 2 Tagen erst gekauft habe, aber ich werde trotzdem widerstehen, da zuzuschlagen. Ansonsten, Community Central. Es passiert noch ein bisschen was abseits des Spiels. Hier gibt's jetzt ein Wohltätigkeitsevent zu Weihnachten eben. Man kann hier an einer Auktion teilnehmen und Geld spenden für den guten Zweck und es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Zum einen ein Abendessen mit den Entwicklern. Ich weiß allerdings nicht, wie das dann abläuft, dass man
von irgendwo auf der Welt nach England kommt oder die Entwickler einen besuchen oder ob das über Webcam stattfindet oder so, keine Ahnung. Aber da kann man dann wohl mit Michael Brooks und den anderen ein Abendessen erleben. Ein anderer möglicher Preis, auf den man bieten kann, ist ein seltenes Handelsgut. Man kann ein Handelsgut benennen und das wird dann auch ins Spiel gebracht. Da gab es auch schon eine große Kampagne, um das den Spielern zu ermöglichen, und hier kann man eben darauf bieten. Ebenfalls bieten kann man darauf, eine Station zu benennen oder ein System zu benennen. Man könnte ebenfalls einen eigenen Paintjob, also eine eigene Raumschifflackierung erhalten. Auf diese kann man bieten und die würde dann keinem anderen zur Verfügung stehen. Und man kann bieten auf einen Lifetime Expansion Pass. Das bedeutet, man bekommt sämtliche Spielerweiterungen, die für Elite Dangerous erscheinen, ohne jemals noch einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Wenn man da mitmachen möchte, kann man E-Mails verschicken an Community at Frontier. Dings da, Adresse habt ihr hier. Betreff wäre dann im Prinzip Blind Charity Auction. Man sieht also nicht, wie andere bieten oder wo der Preis gerade liegt. Man macht denen quasi ein Angebot. Und sagt im Prinzip in der E-Mail, für was man bietet und wie viel. Detaillierte Infos gibt's dazu im Forum. Wer daran also teilnehmen möchte, kann das gerne machen. Alle Links findet ihr hier und den Link zu diesem Newsletter, der ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, so dass ihr da leicht Zugriff drauf habt, wenn ihr das machen möchtet. Ansonsten gibt es natürlich auch noch jede Menge Livestreams, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, mit allen möglichen Dingen für den guten Zweck. Auch Ed und Bo machen daran mit, machen hier einen 24-Stunden-Livestream, auch für einen guten Zweck, wo sämtliche Spenden und so weiter während dem Stream dann an hilfstätige Organisationen gehen. Der findet statt vom 19. bis zum 20. Dezember. Die fangen mittags an und ja, 24 Stunden eben. Auch das geht an Special Effect. Das ist im Prinzip eine Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien, die es behinderten Kindern erlaubt, Videospiele zu spielen, indem sie einfach die Kontrollen für die zugänglich machen und die unterstützen. Also es geht wirklich nicht in die Tasche von Frontier, sondern es soll einem guten Zweck dienen. Man macht damit Kinder glücklich. Deshalb hebe ich das hier so hervor. Ansonsten Galnet Fokus, wie immer, die Galnet News am besten im Spiel nachlesen. Es gibt Neuigkeiten zur Expansion in Colonia. Und natürlich auch hier Weihnachtsgedöns, so wie es aussieht. Finden da einige Sachen statt. Da gibt es ebenfalls ein Community Goal. Da kommen wir unten dann nochmal dazu. Wie gesagt, Community Goals, Tutumu, da geht es um Gold und andere wertvolle Dinge. Kann man dorthin bringen, um, was weiß ich, den Schlitten des Weihnachtsmanns zu verschönern und sonst was zu machen. Und ebenfalls gibt es Community Goals für diese Kolonia-Geschichte. Es geht jetzt darum, dass man für seine Fraktion Rohstoffe zu Jacques Station im Kolonia-System bringt. Und zwar kann man einsammeln alle möglichen Dinge auf Bluford Orbital in LHS 3447. Das ist das Startsystem, wo neue Spieler beginnen. Bitte lasst die neuen Spieler in Ruhe, wenn ihr hier mitmachen wollt. Ihr kauft hier Dinge ein und transportiert die dann ins Kolonia-System zu Jacques Station. Macht euch auf eine Reise von ungefähr 25.000 Lichtjahren gefasst, plus minus ein paar tausend, aber wer zählt da schon noch mit? Wenn ihr da also eine Fraktion gemeldet habt und euch da selbst unterstützen wollt oder eure Fraktion, tut euch zusammen, startet einen Konvoi, wie das vor kurzem schon gemacht wurde, Treffpunkt Blueford Orbital, und dann fliegt man da gemeinsam los und am besten noch irgendwie mit Teamspeak oder so, dass man jemanden zum Quatschen hat. Ansonsten gibt es mal wieder einige sehr schöne Screenshots. Comms-Chatter sind Dinge aus der Community, also Leute, die das Spiel spielen wie du und ich. Auch hier sehr schöne Ansichten, diesmal von Planetenoberflächen. Ich finde das immer fantastisch, wenn man auf einem Mond unterwegs ist und dahinter
tauchen dann diese Planeten auf, gerade wenn das Ringplaneten sind, wie hier zu sehen, wunderschöne Aussichten. Und das ist Fanart, das sind also nicht unbedingt Bilder aus dem Spiel in Form von Screenshots, sondern Künstler, die sich außerhalb des Spiels ein bisschen da engagieren und Dinge erstellen, sehr kreative Menschen. Lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das mal anzuschauen. Und leider war es das auch schon mit dem Newsletter. Das heißt, echte Neuigkeiten, kommende Patches, kommende Gimmicks, wie sieht das aus mit der Charaktererschaffung? Gibt's überhaupt eine Season 3? Das alles hängt noch in der Luft und ich muss ganz ehrlich sagen, vor Weihnachten rechne ich da nicht mehr mit Infos. Das wird wahrscheinlich erst im Januar nächstes Jahr so langsam wieder losgehen. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht wieder bis zur Messezeit im Sommer rausziehen, bis zur Gamescom oder so, um dann Patch 2.3 bekannt zu geben oder ähnliches. Das wäre es dann jetzt auch für den Newsletter-Teil gewesen. Jetzt geht's weiter mit der Kommunikation und ich darf mich schon mal von allen verabschieden, die sich einfach nur die Newsletter anschauen wollten. Danke fürs Zuschauen. Der ganze Rest von euch. So sieht das aus mit der Kommunikation im Spiel untereinander und mit den NSCs. Dan Davies, einer der Entwickler von Frontier, erklärt das hier in dem Archiv des Entwicklerforums. Dem gingen schon einige Dinge voraus, lange Diskussionen mit den Leuten bei der Kickstarter-Kampagne und ähnliches, wer damals schon Zugriff auf das Forum hatte, das war auch nicht jeder. Und da durften Leute eben ihre Wünsche äußern und sagen, wie sie das möchten. Die Entwickler haben dann gesagt, so stellen wir uns das vor. Und das hier ist jetzt im Prinzip die Zusammenfassung von dem, was dabei rauskam. In der Zusammenfassung geht es erstmal darum, dass die Schiffe in der Galaxie durch Textnachrichten miteinander kommunizieren, kann man sich ein bisschen so im SMS-Stil vorstellen. Und es ist angedacht, dass Spieler-zu-Spieler-Kommunikation über Audio stattfindet. Diese In-Game-Voice-Chats haben wir. Spieler können sich untereinander unterhalten. Ich muss nur sagen, dass die Qualität ziemliche Grütze ist. Das kommt verrauscht und verzogen. Und es macht überhaupt keinen Spaß, diesen In-Game-Voice-Chat zu benutzen. Da benutze ich lieber andere Anwendungen. Ich will jetzt nicht schon wieder TeamSpeak sagen, weil es gibt auch noch andere, aber ich benutze TeamSpeak. Ansonsten, die Textnachrichten im Spiel funktionieren hervorragend, über alle möglichen Entfernungen. Und man kriegt ja auch Nachrichten von NSCs und anderen Stationen und ähnlichem. Das funktioniert ganz hervorragend. Der Audio-Chat, also Voice-Chat im Spiel, ist vorerst gedacht Spieler zu Spieler. Inzwischen sind wir so weit, dass die Raumstationen und Niederlassungen, Außenposten und so weiter einem per Funk schon ein bisschen in den Ohren liegen. Absolut fantastische Neuerung. Ich kann es kaum abwarten, wenn es dann soweit ist, dass NSCs, Piraten und so weiter auch Stimmen kriegen und da Audioeinspielungen kommen, wenn man interdiktet wird oder sonst was passiert. Da haben wir also auf jeden Fall noch Möglichkeit zu wachsen und ich denke, dass Frontier da weiter dran arbeiten wird. Aber solche Stimmaufnahmen sind ziemlich aufwendig. Man braucht zum einen Leute, die das einsprechen. Dann braucht man da eine ganze Menge Text, der runtergelesen werden muss. Das sollte möglichst auch einigermaßen glaubhaft sein. Wer glaubt einem Pirat, der einem wutschäumend quasi sagt, dass er einen zerstückeln wird, wenn der Sprecher dabei relativ gelangweilt und uninteressiert klingt? Also da braucht man eine ganze Menge Arbeit und Zeit, um das richtig ins Spiel reinzubringen. Aber Frontier hat schon gezeigt, dass da dran gearbeitet wird. Diese schnellen Nachrichten, um Landerlaubnis anzufordern und so weiter. Oder Nachrichten von NSCs, die mit den Missionen zu tun haben. Das alles haben wir im Spiel, so wie das angekündigt war. Das läuft ganz hervorragend. Die Kommunikation Spieler zu Spieler. Man sollte Spieler auswählen können, also andere Schiffe, und denen dann direkt Nachrichten schicken können. So ähnlich haben wir das schon. Ich muss eigentlich sagen, ich hatte bisher selten das Bedürfnis, andere Spieler im Spiel zu kontaktieren, die nicht auf meiner Freundesliste sind. Und wenn ich
Leute auf der Freundesliste habe, dann wähle ich nicht deren Schiff aus oder irgendwas. Dann geht es oben links über das Chatfenster und das funktioniert ganz hervorragend, wie man das aus allen möglichen Online-Spielen kennt. Hier haben wir das auch. Man kann die auch aus der Freundesliste auswählen, um Direktkommunikation zu starten. Das benutze ich meistens im Spiel. Funktioniert super, wie gesagt. Spieler können Kommunikation akzeptieren oder ablehnen. Die Textnachrichten kann man im Prinzip nur ablehnen, indem man Leute auf eine Ignore-Liste packt. Allerdings muss man diese Stimmen, diese Voice-Kommunikation, die muss man anmelden und die kann man akzeptieren oder ablehnen. Also das funktioniert im Prinzip auch schon, so wie besprochen damals. Das Einzige, was derzeit noch fehlt, ist die dritte Art der Kommunikation. Man spricht hier von drei Möglichkeiten. Entweder man schreibt einfach frei, was man sagen will und schickt das als Textnachricht. Oder man initiiert einen Stimmchat, einen Sprachchat und redet dann mit den Leuten. Oder es soll vorkonfigurierte Nachrichten geben. Und die fehlen im Spiel noch komplett. Grundidee war, dass man im Prinzip eine Liste von Möglichkeiten hat, welche Art von Nachrichten man einem anderen Spieler schicken möchte. Man könnte nach Hilfe fragen oder einen Handel anbieten, was ich sehr interessant finde, oder einfach erklären, hier, ich bin Pirat und raube dich aus. Um jetzt mal Beispiele zu nennen. Allerdings sollte das alle gewöhnlichen Kommunikationsgeschichten abdecken. Also es soll nicht nur um drei Zeilen gehen, hier, ich bin Pirat oder hey, lass uns handeln oder Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das sollte schon ein bisschen größer sein. Es sollte möglich sein, auf die Art einen Handel abzuschließen oder Vereinbarungen zu treffen und das Ganze relativ einfach und schnell durch diese vorgefertigten Anfragen und Antworten. Dabei sollen vorgefertigte Möglichkeiten verfügbar werden, je nachdem, wie die Reputation in einem Gebiet aussieht. Und das bedeutet, wenn ich ein gefürchteter Pirat bin, dann fragt man vielleicht nicht mehr an, hier, hör zu, gib besser auf, ich bin der Pirat sowieso und ich raub dich jetzt aus, sondern du hast sicher schon von mir gehört oder was weiß ich. Da gibt's dann alle möglichen Rollenspielmöglichkeiten, wie man diese Anfragen ein bisschen ändern kann. Man kennt das jetzt auch schon, wenn man Landerlaubnis bei einer Raumstation anfordert. Je nachdem, wie der persönliche Ruf bei der Fraktion ist, ändert sich auch der Begrüßungstext. Am Anfang wird man noch darauf hingewiesen, dass man sich an alle Regeln halten soll und später wird man als wertvoller Verbündeter begrüßt. Solche Änderungen waren ursprünglich auch angedacht bei vorgefertigten Nachrichten zwischen den Spielern. Das fehlt im Moment leider noch. Ganz besonders interessant ist diese Sache mit Handel anbieten. Dazu kommen wir aber ein Stück weiter unten dann nochmal. So, Spieler an NSC. Wir sollten auch die Möglichkeit haben, mit NSCs zu kommunizieren. Allerdings komplett über dieses System mit den vorgefertigten Nachrichten. Es macht natürlich keinen großen Sinn, die Frontier-Server jetzt auch noch auszulasten mit einem Cortana- oder Siri-ähnlichen System, was dann Sprache erkennt und in der Hälfte der Fälle vielleicht gar nicht wirklich funktioniert, Bandbreite verschlingt ohne Ende und was weiß ich nicht alles. Da ist es viel einfacher, da vorgefertigte Nachrichten zu nehmen und dann gewisse Antworten zu hinterlegen. Und so war das auch angedacht. Konversation startet im Prinzip, indem der Spieler einen NSC grüßt und der antwortet oder umgekehrt. Häufiger ist es, oder im Spiel derzeit der einzige Fall ist, dass die NSCs sich beim Spieler melden, es sei denn, man will Landeerlaubnis anfordern oder so. Aber mit NSC verstehe ich erstmal andere Raumschiffe. Und wenn ich jetzt als Pirat unterwegs bin, habe ich keine Möglichkeit, dem Nicht-Spieler-Charakter Händler, dem Raumschiff da zu sagen, hier, ergib dich, ich will dich ausrauben. Das geht im Moment überhaupt nicht, sollte ursprünglich aber eben machbar sein. Spieler sollen die Möglichkeit haben, aus einer gewissen Anzahl an Optionen auszuwählen und NSCs antworten dann automatisch, ist ganz klar. Da sind dann auf gewisse Anfragen, da wird dann vermutlich die Reputation des Spielers berücksichtigt, die Grundeinstellung von dem NSC, die Ausrüstung der Schiffe, die Art der Schiffe, wo man derzeit ist und so weiter, wird alles berücksichtigt und dann antwortet der NSC dementsprechend.
Die Reputation soll außerdem Einfluss haben auf die generelle Tonart dieser ganzen Geschichte. Wenn ich ein gefürchteter Pirat bin mit einem hohen Kopfgeld, dann werde ich den NSC wahrscheinlich ein bisschen anders begrüßen, als wenn ich ein gesetzestreuer Kopfgeldjäger bin mit einem entsprechenden Rang. Auch hier wird nochmal die Interaktion zwischen Händler und Pirat als Beispiel hervorgehoben. Und neue Optionen sollen dann eben auch verfügbar werden, wenn die Reputation des Spielers sich verändert. Man soll bluffen können, bestechen können oder eben handeln und feilschen. Wenn man einen Handel im All mit einem NSC initiiert, sollte es irgendwann die Möglichkeit geben, wenn man selbst einen hohen Handelsrang hat, dass man die Preise vielleicht ein bisschen verändern kann zu seinen Gunsten. Die Auswahl, die man dann trifft, wird echte Konsequenzen auf das Spielgefühl haben. Eben das Beispiel, dass ich als Händler Preise verändern kann und dann mache ich vielleicht ein paar Credits mehr Gewinn oder ich kann NSCs zur Aufgabe bewegen, dann muss ich vielleicht gar nicht kämpfen, wenn ich einen entsprechenden Ruf als Pirat habe, solche Geschichten. Und wenn man nicht darauf reagiert, innerhalb von vielleicht 5 Sekunden, dann reagiert der NSC nochmal drauf, so nach dem Motto, wenn ich als Händler unterwegs bin und der Pirat verlangt für mich, dass ich aufgebe und ich reagiere nicht innerhalb einer gewissen Zeit, dass er dann das Feuer eröffnet, weil er davon ausgeht, dass ich ihn nicht ernst nehme und ihn ignoriere und was weiß ich. Kleiner Napoleon, der halt dann durchdreht, als Beispiel. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, visuelle Kommunikation zu haben. Das funktioniert ein wenig wie bei Multiplayer-Online-Rollenspielen, wie zum Beispiel World of Warcraft. Man kann über ein Schiff ein Totenkopf-Symbol machen und alle in der Gruppe wissen dann, okay, dieses Schiff wird als erstes angegriffen. Interessant finde ich, dass man auch Stationen zum Angriff deklarieren kann. Wir wissen inzwischen, dass Stationen kein wirkliches Angriffsziel sind. Die kann man nicht zerstören und sie gewinnen jeden Kampf. Ursprünglich war das wohl auch mal anders geplant. Oder man versieht jemanden mit einem Schildsymbol und jeder weiß dann direkt, okay, dieses Ding wird verteidigt. Wenn man im Wing einen schwächeren Spieler dabei hat oder einen Händler als Geleitschutz begleitet, dass man dann eben den Händler mit einem Schild versieht, um alle Spieler in der Umgebung darauf aufmerksam zu machen, den gilt es zu verteidigen. Oder eben, dass man ein gewisses Schiff scannt oder. Das wären mögliche Beispiele für solche visuelle Kommunikation. Gewisse Symbole sind im Alltag ja inzwischen etabliert und man braucht überhaupt keinen Text mehr oder irgendwas und das wird über alle Sprachen hinweg verstanden. Ein bestimmtes Bildsymbol, weiß jeder, was damit gemeint ist. Ebenfalls sollte man selbst Filter einrichten können, um unschöne Sprache einfach ausblenden oder unterdrücken zu können. Und ein solches System sollte eben auch in mehreren Sprachen zur Verfügung sein und systemseitig schon mal die gröbsten Sachen rausfiltern. Aber es bleibt, wie gesagt, jedem Spieler selbst überlassen, Leute auf die Ignorierliste zu packen. Das war im Prinzip das Angedachte von der Kommunikation. Und nachdem ich hier einiges gelesen habe, gerade Spieler zu Spieler Handel anbieten oder mit NSCs handeln, habe ich noch ein bisschen gegraben und es gab ursprünglich mal Pläne, wie Raumschiffe im All aneinander andocken können sollen. Und man dann tatsächlich zum Beispiel von einem Spielerschiff zum anderen Waren transferieren kann oder mit NSCs und so weiter und so fort. Kleine Überreste davon finden wir tatsächlich noch derzeit bei einigen kleinen Events. Je nachdem, in welchem Zustand ein System ist, findet man NSCs, die nach bestimmten Gütern suchen. Meistens bei solchen Gebieten oder so wird nach Medizin gesucht und ähnlichem. Und wenn man zu diesen NSCs kommt, das ist meistens ein Lakon Typ 9 Transporter, bekommt man Textnachrichten, dass bestimmte Güter gesucht werden. Und das ist inzwischen stark vereinfacht. Man muss da nicht mehr andocken, sondern die Fracht wird quasi teleportiert.
Aber ursprünglich war mal angedacht, dass Raumschiffe im All aneinander andocken können und die Fracht transportiert wird und eben auch, dass das zwischen Spielern funktioniert. Es wäre möglich, reine Spekulation allerdings, dass sowas dann kommt in der dritten Season. Es war angedacht für die dritte Season, dass man Raumschiffe betreten kann, dass man sich auf Raumschiffen bewegen kann, dass man Raumschiffe entern kann, mehrere Spieler auf einem Raumschiff sind. Das ist für Season 2 schon geplant, Multicrew. Aber für solche Geschichten wäre es gar nicht so doof, wenn Raumschiffe aneinander andocken könnten und wenn dann Handel zwischen Spielern möglich wird, wäre das eventuell nicht so schlecht für das Spiel. Sind wir mal ganz ehrlich. Inzwischen ist das Spiel gute 2 Jahre alt und es fehlen noch sehr viele Interaktionsmöglichkeiten zwischen Spielern, die ein Multiplayer-Spiel einfach haben sollte. Sagen wir es mal so ganz neutral. Ich sehe Elite Dangerous nach wie vor eigentlich kaum als Multiplayer-Spiel, weil die Möglichkeiten, mit anderen Spielern zu interagieren, einfach praktisch nicht gegeben sind. Gut, so viel erstmal zur Kommunikation im Spiel. Jetzt hatte ich versprochen, ich mache einen kleinen Ausflug zu Star Citizen. Das habe ich seit ewiger Zeit nicht mehr gemacht und auch aus gutem Grund. Allerdings ist jetzt was aufgekommen bei Star Citizen, wo ich sage, das muss man einfach gesehen haben. Daran werden sich in Zukunft alle anderen Spielehersteller messen lassen müssen. Und das ist ein Level an Kommunikation zwischen Entwickler und Community, das ich mir auch für Elite wünsche. So, Robot Space Industries, die, ja, Firma von Mr. Roberts, dem geistigen Vater von Star Citizen und Wing Commander und was weiß ich. Und er hat hier gewisse, oder sagen wir, hier wurden gewisse Regeln aufgestellt. Qualität ist das oberste Ziel Nummer 1 und steht immer ganz oben. Dementsprechend ist auch Regel Nummer 1. Alles, was hier rausgegeben wird, sind Schätzungen. Das ist die zweite Regel. Das basiert auf deren Wissen und deren Erfahrung und es kann sich alles jederzeit ändern. Zeiten für Fehlerbeseitigung und Aufpolieren von dem Ganzen können sich verändern und alles, was hier steht, kann und wird sich verändern. Aber die Entwickler möchten hier schon mal einen gewissen Überblick bieten auf Dinge, die derzeit passieren und Dinge, die derzeit noch kommen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, Hut ab. Es gibt bei Star Citizen mehrere Module. Star Marine ist im Prinzip dieses Shooter-Modul. Könnte man jetzt mit, was weiß ich, Counter-Strike, Battlefield oder sonst was vergleichen. Und es geht darum, dass an diesem Modul derzeit noch gearbeitet wird. Da wird der Code geschrieben. Da werden gewisse Dinge hinzugefügt, Animationen werden gemacht. Kampfsignale werden hinzugefügt, auch Kommunikation zwischen den Spielern. Es wird an der Charakterdarstellung gearbeitet, am Leveldesign wird gearbeitet. Arena Commander ist ein weiteres Modul. Da geht es im Prinzip ähnlich wie bei Elite in dem CQC Arena Modus darum, dass man sich bei Raumschlachten bekämpft. Da wird auch an sehr vielen einzelnen Teilen gearbeitet. Und das Schöne ist, man kriegt überall Daten, woran gerade gearbeitet wird, woran es gerade liegt und wann damit gerechnet wird, dass es fertig ist. Und da steht auch schon, das wurde jetzt verschoben vom 2. Dezember auf den 6. Dezember. Ship Balance wird bearbeitet. Das soll wohl am 9. Dezember fertig werden. Ursprünglich geplant war der 30. November. Dass es in der Entwicklung nicht immer ganz reibungslos läuft, haben wir inzwischen mitgekriegt. Aber Star Citizen weist die Leute ausdrücklich darauf hin. An diesen ganzen Geschichten arbeiten die Entwickler zurzeit. Man kann sich das auch grafisch angucken. Hier, wann haben die damit angefangen? An welchen Modulen wird gearbeitet? Wie ist da der Stand der Dinge? Wie weit sind die da? Und da ist geplant, dass es dann tatsächlich fertig ist für den Patch 2.6.0 und so weit sind die da inzwischen.
Und sowas hat man hier praktisch für alle Module, für alle Einzelheiten. Da wird genau beschrieben, woran gearbeitet wird, wann die rechnen, das fertig ist, wie sich das verschiebt und so weiter. Die brauchen dafür nicht mal Newsletter. Das packen die einfach auf ihre Homepage. Und wir kriegen sowas nicht mal im Newsletter, dass wir wissen, an welchen Modulen wird zurzeit gearbeitet. Was machen die Entwickler eigentlich gerade? Da hat man bei Elite einfach überhaupt keine Ahnung. Und da muss ich sagen, habe ich allergrößten Respekt vor Star Citizen. Egal, was man von dem Spiel halten mag, von dem Finanzierungsmodell, von der Zeit, die da reingeht. Aber die halten die Leute wenigstens auf dem Laufenden und erzählen, was Sache ist. Und ihr seht, wir sind jetzt bisschen über die Hälfte raus. Das ist eine ganze Menge Zeug und man wird wirklich, ja, informiert, was ist Sache. Das sollte heute zum Beispiel rauskommen. Fantastisch. Das Zeug wird tagesaktuell hier reingepackt. Für sämtliche Module und kann sich alles anschauen und informieren, woran hängt's. Also ich muss sagen, da bin ich echt total baff. Ich finde es super. Und so ein Niveau an Kommunikation, Offenheit und Information den Spielern gegenüber, den Leuten, die ihr gutes Geld dafür investieren und deren und quasi die Entwickler finanzieren, ich finde das atemberaubend. Ganz im Ernst, davor ziehe ich meinen Hut und da kann man nichts weiter machen, als den Leuten zu gratulieren und das zu unterstützen, so gut man kann. Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt Star Citizen bei mir vorne. Auch wenn es vielleicht ein bisschen fies ist, aber ein Newsletter voller Werbung oder eine Homepage voller Informationen und Offenheit? Entscheidet ihr, was ist euch lieber? Lasst mich das wissen, ab in die Kommentare. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hinterlässt mich quasi sprachlos. Aber das wäre es dann heute auch mal für die Elite News gewesen. Ich pack auch diesen Link in die Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Und dann könnt ihr euch das auch noch mal in aller Ruhe angucken, auch woran da sonst noch so gearbeitet wird. Wie gesagt, das ist eine ganze Menge Zeug. Ansonsten sehen wir uns vielleicht im Spiel oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.